Seit 1997 ist Bad Schallerbach bereits eine Klimabündnisgemeinde. Seit 1. April setzt man hier auch in Sachen Mobilität auf umweltfreundliche Alternativen. Erstens einmal war die Nachfrage schon extrem in der Bevölkerung. Und zum Zweiten stehen wir auch zum Klimaschutz und da war es einfach nur der nächste Schritt, in so ein E-Carsharing-System zu investieren. Selbstbestimmte Mobilität, umweltfreundlich und noch dazu günstig. Das E-Carsharing-System ist im Prinzip ganz einfach. Ich werde Mitglied beim Verein Mobilcard, dann kriege ich die Karten. Mit der Karten kann ich das Auto aufsperren und zusperren. Und wenn ich mir das Auto ausleichen will, dann gehe ich auf unsere Homepage, da habe ich einen Zugangscode. Ich reserviere mir das Fahrzeug zu dem Zeitpunkt, wo ich es haben will, sperre es eben mit der Karte auf und ja, mache meine Erledigungen, fahre da hin, wo ich hin will und dann fahre ich wieder zurück, stelle das Auto wieder her, stecke es wieder an und sperre es mit der Karte wieder zu. Der Opel e-Corsa vom Autohaus Rosenauer in Bad Schallerbach hat eine Leistung von 58 Kilowatt unter der Haube. Mit einer Reichweite von 250 bis 300 Kilometer pro Aufladung ist ein angenehmer und umweltfreundlicher Fahrspaß garantiert. Es ist ein innovatives, fortschrittliches Projekt und da sind wir von Seite der Raiffeisenbank sehr, sehr gern dabei. Und wir sind auch der Meinung, dass es in Bad Schallerbach einfach von den Rahmenbedingungen her, von der Infrastruktur, von dem, was schon da ist, ausgezeichnet passt und das unterstützt man sehr gern. Erstens mal passt natürlich Carsharing und ökologische Lösungen zu uns mit diesem E-Carsharing-Projekt und zweitens einmal ist unsere Familie, die Familie Hader, ursprünglich auch aus Bad Schallerbach und ich bin da aufgewachsen und deswegen unterstütze ich natürlich die Initiative von unserem Bürgermeister sehr gerne. Und damit das Kind auch einen Namen hat, hat man sich hier etwas ganz Spezielles einfallen lassen. Auto ohne Namen, das ist irgendwie nur so die halbe Miete. Jetzt haben wir uns gedacht, schreiben wir einen Wettbewerb aus. Habe dann in der Gemeindezeitung die Bevölkerung aufgerufen, Namensvorschläge einzubringen. Es sind dann sage und schreibe 305 Namensvorschläge gekommen und in einer unabhängigen Jury hat es dann ein Voting gegeben und es ist dann letztendlich der Name Emil herausgekommen, der für Elektromobil steht und es gefällt mir einfach so. Lässiger Name, kurzbündig, Emil. Sich ein eigenes Auto sparen und trotzdem unabhängig und kostengünstig mobil sein? Die Mobilcard Bad Schallerbach macht's jetzt möglich.